In Israel, da haben wieder zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform der Regierung protestiert. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Protestierenden sehen die Gewaltenteilung in Israel in Gefahr und sie warnen vor einer Staatskrise. Ministerpräsident Netanyahu hält trotz des Widerstands, auch in den eigenen Reihen, an den Regierungsplänen fest. Ein erstes Gesetz wurde gestern durch das Parlament gebracht. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Limpert in Tel Aviv. Wir haben es gerade gehört, es gibt mittlerweile Kritik an Netanyahu, auch aus den eigenen Reihen. Wer hat sich denn da geäußert? Ja, das war gestern ein sehr chaotischer Nachmittag hier in Israel, der gezeigt hat, dass der Druck innerhalb der Likud-Partei von Netanyahu noch einmal gewachsen ist. Sein Verteidigungsminister Gallant hat sich gestern geäußert. Er hat eine Pressekonferenz angekündigt für den Abend. Und es wurde davor schon klar, dass Verteidigungsminister Gallant in dieser Pressekonferenz eben einen sofortigen Stopp dieser umstrittenen Justizreform fordern möchte. Einfach mit dem Hintergrund, da er in dieser Woche mit Vertretern des Militärs, der Geheimdienste und der Polizei gesprochen hat, die ihm alle wohl gesagt haben, dass diese umstrittene Justizreform für eine massive Spaltung aller sicherheitsrelevanten Institutionen sorgt. Deswegen eben diese angekündigte Pressekonferenz. Zur gleichen Zeit hat der Justizminister Netanyahus, ebenfalls ein Likud-Mitglied, klargemacht, dass jeglicher Reformstopp zu einem Rücktritt seinerseits führen würde und das nicht akzeptabel ist. Das heißt, das war ein enormer Druck und Netanyahu hat erst in letzter Sekunde verhindern können, dass sein Verteidigungsminister eben diese Pressekonferenz dann auch durchgeführt hat. Und wie hat Netanyahu auf diese ganze Kritik reagiert? Ja, er hat zunächst mal seinen Verteidigungsminister einbestellt, kurz vor dessen Pressekonferenz. Er hat auch mit dem Justizminister, also mit sozusagen dem Gegner des Verteidigungsministers, geredet. Und es wurde dann am Abend klar, dass es kein Statement des Verteidigungsministers geben wird, also auch keine öffentliche Forderung des Verteidigungsministers nach einem Stopp der Reform. Stattdessen ist dann Netanyahu vor die Presse getreten. Er hat erstmal sehr staatsmännisch klargemacht, dass man in irgendeiner Form natürlich aufeinander zugehen muss. Er hat gesagt, die Gegner der Reform sind keine Anarchisten, aber die Befürworter der Reform sind eben auch keine Faschisten. Und er hat dann gesagt, er kümmert sich jetzt mit all seiner Kraft sofort um irgendeine Lösung. Allerdings waren das viele, viele Worte und unterm Strich muss man sagen, er hält an der Reform fest und er hat keinerlei Zugeständnisse gemacht, was zum Beispiel einen Stopp der Reform oder irgendein Zugehen auf die Oppositionsstimmen bedeuten würde. Jetzt befürchten Kritiker ja, dass es in Israel bald keine Gewaltenteilung mehr geben wird, wenn das oberste Gericht quasi entmachtet wird. Was sagen die Hardliner in der Regierung aber? Naja, die Hardliner, die sind der Meinung, dass das oberste Gericht einfach zu viel Macht hat, dass es praktisch gegen die Regierung eine zu große Stärke bilden kann. Ein Vorwurf ist doch immer wieder, dass die Richter sozusagen ein eingeschworener Kreis sind. Das hat Netanyahu auch gestern wieder erwähnt, ein eingeschworener Kreis, der selbst bestimmen kann, wer sozusagen in diesen Inner Circle des Gerichts einzieht. Es gibt aber aus seinen Koalitionspartnern, aus Reihen der streng religiösen Koalitionspartner inzwischen auch Stimmen, die sagen, wir sind schon auch bereit für einen Kompromiss. Das heißt, die Hardliner sitzen inzwischen in der eigenen Partei und die Hardliner sitzen im rechtsextremen Koalitionsbündnis Netanyahus. Jetzt geht es in der ganzen Sache ja durchaus auch um Netanyahu ganz persönlich. Er hat sich selbst mit einem Schachzug vor Ermittlungen geschützt. Wie hat er das gemacht? Es wurde eben gestern ein Gesetz in einem ganzen Paket von Reformgesetzen verabschiedet, ein erstes wichtiges Gesetz, wonach ein Premierminister in Zukunft eben nicht mehr vom Parlament seines Amtes enthoben werden kann, zum Beispiel wegen Korruptionsvorwürfen. Er kann in Zukunft nur noch enthoben werden, wenn er aus Sicht einer großen Mehrheit des Parlaments nicht mehr gesund ist. Und das ist natürlich für Netanyahu ein wichtiger und zentraler Punkt. Allerdings ist da eben zu erwarten, dass es Klagen gegen dieses Gesetz geben wird. Dennoch hat sich Netanyahu in seiner Pressekonferenz gestern auf dieses Gesetz berufen und hat gesagt, jetzt mit diesem Gesetz im Rücken kann er auch sich wieder mit aller Kraft selbst um die Justizreform kümmern. Und das Spannende daran ist, dass sofort, also heute Morgen, dann die Generalstaatsanwältin sich zu Wort gemeldet hat
Und die hat gesagt, nein, es gibt eine Anweisung des obersten Gerichtshofes, der eben darauf verweist, dass Netanyahu im Interessenkonflikt ist. Es läuft ja ein Korruptionsverfahren gegen ihn und er darf sich eben nicht aufgrund dieses Interessenkonfliktes um die Justizreform kümmern. Und das zeigt, dass Israel auf eine Verfassungskrise zurast, in der unklar ist, ob nun die Justiz oder die Regierung das Sagen hat. Ganz kurz noch, jetzt gehen da ständig Zehntausende auf die Straßen. Wie lange kann Netanyahu das noch aussitzen? Wie ich gerade schon gesagt habe, das Land rast auf eine Verfassungskrise zu. Es ist natürlich jetzt der Versuch, Netanyahus möglichst viele Teile dieser Justizreform noch vor der langen Pessach-Pause hier, also eine Art Frühjahrspause des Parlaments, noch durchzubringen. Es ist aber auch völlig klar, dass ein Großteil dieser Gesetze vom obersten Gerichtshof sehr wahrscheinlich zurückgewiesen wird. Und dann stellt sich eben genau die Frage, auf wen hören sicherheitsrelevante Institutionen wie zum Beispiel Militär, wie die Geheimdienste, wie die Polizei. Und da hat sich in den letzten Tagen schon oft gezeigt, dass zum Beispiel die Polizei gesagt hat, für uns gilt das, was Gesetz und Recht und Justiz ist und nicht, was die derzeitige Regierung sagt. Und das sind eben Zustände, bei der viele Experten sagen, das ist eine Verfassungskrise mit einem möglichen Szenario von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Christian Limpert, danke für diese Informationen nach Tel Aviv.